Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Retro-View von eurem Gameblamer. Und da wir schon mal Space Harrier auf dem Master System hatten, dachte ich mir, ich mache jetzt mal Space Harrier 32X auf dem Sega 32X. Ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal ein wenig verfolgt, dass ich ein Paket bekommen habe, in dem ein 32X war. Und ein Sega Mega CD und ein Mega Drive 2 und ein 6-Button-Joypad und dieses ganze Gedöns. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir gucken mal, nachdem Space Harrier, naja, auf dem Master System eher so lala war, was den Kauf eines 32X Space Harrier so rechtfertigen könnte. So, gucken wir erstmal, was die einzelnen Knöpfe hier machen. Kann ich überhaupt lenken? Naja. So, damit schießt man, ja okay, man hat nur einen Schussknopf. Aber man muss fairerweise schon sagen, dass das tausendmal besser aussieht als das, was wir auf dem Master System zu sehen bekommen haben. Aber ich meine, gut, das überrascht ja jetzt auch nicht. Nicht wahr? Das sollte man ja wohl mal erwarten. Keine Flammen, flimmernden Dinger hier. Die sind nochmal hier Pixel. Hier muss man auch ein bisschen gucken, dass man richtig zielt. Und der Bildschirm geht quasi mit, so wie man sich bewegt. Ja, aber fast derselbe Schrei ist geblieben. Uah. Das sieht schon wirklich sehr viel schöner aus. Ja, kann sich sehen lassen. Aber ich finde, wenn man dann schon eine 32X-Version macht, da hätte man doch wenigstens auch hier irgendwie sowas machen können, dass zum Beispiel, ja, dass man auch andere Waffen hat. Nicht nur das, also wirklich jeder Knopf, den ich hier drücke, ist nur zum Schießen. Und zwar wirklich nur diese Waffe. Finde ich ein bisschen schade. Ziehe ich dem überhaupt was ab? Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Oder sollte ich einfach das hier abschießen, was er so hier so von sich gibt? Ich versuche das mal. Nee, das kann ich nicht. Das prallt ja alles an ihm ab. Was soll ich denn da jetzt großartig machen? Ah, anscheinend habe ich seinen Kopf einmal getroffen und das war gut so. Wir stellen uns jetzt einfach mal in die Mitte und hoffen, dass wir den da irgendwie treffen. Ja! Schön. Geheimtipp also. Einfach auf die Mitte stellen und schießen. Ist das nicht eigentlich dieselbe Musik wie auf dem Master System oder täusche ich mich da jetzt? Natürlich, das ist dieselbe Musik. Ja gut, aber natürlich etwas neuer aufgelegt. Aber es ist dieselbe Musik. Ja, Sega, da hast du wirklich ein tolles Update auf dein Space Harrier gebracht. Also ich wette, in den Spielezeitschriften von damals stand bestimmt revolutionär neues Gameplay, revolutionäres Sega-Orchester engagiert für das neue Space Harrier 32X. Ladenpreis 160 D-Mark. So ungefähr wird es wohl gestanden haben. Boah, mir wird langsam der Finger ein bisschen lahm. Oh. Und es wird langsam ein bisschen kompliziert hier. Schieße ich einfach jetzt mit einem anderen Knopf. Man hat nämlich drei zur Auswahl zum Schießen. Oh, was ist das denn? Boah! Ein Wirbelsturm an bösen Köpfen. Boah, das ist gar nicht mal so einfach. Boah, was geht denn hier ab, ey? Das ist ja fast schon wie dieses, diese japanischen Shoot'em-Ups, wo von allen Seiten alles kommt und man gar nicht ausweichen kann. Scheiße, Game Over, gibt's doch nicht. Das wollen die mich aber hier veräppeln, oder? Gibt's ein Continue? Es gibt noch nicht mal ein Continue? Was ist denn hier kaputt? Nee, Jungs, also so nicht, ne? Nein, GBZ? Wer ist ein GBZ? GB, Gameblamer. Komm, eine Runde starten wir noch.
Und das war wohlgemerkt auf easy. Aber jetzt gebe ich mir richtig Mühe. Bam, 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 bam. Habt ihr gesehen? Atompilz aus einem Busch. Das habt ihr nur bei Space Harrier. Atompilzbüsche. Alles mache ich kaputt. Alles kaputt. Da, wieder ein Atompilz. Ja, das sind wohl russische Sträucher aus Tschernobyl. Oh, mein Finger. Ah, ich dachte, ich hätte den einen da erledigt gerade. Nein, jetzt verliere ich hier schon ein Leben. Das ist, weil jetzt wirklich meine Hand lässt nach, Leute. Meine Hand gibt richtig nach. Hier durch dieses wilde Schießen. Boah. Man kann auch auf dem Knopf übrigens draufbleiben, dann schießt er so. Das ist nicht genug. Das ist, die Frequenz muss höher sein. Ach so, bei dem Busch kann ich sogar stolpern. Ja, toll, jetzt bleibe ich an Bäumen hängen. Ne? Das ist mir vorhin alles nicht passiert. Das ist die Nervosität. Weil ich weiß, dass ihr jetzt erwartet, dass ich hier in totaler Perfektion durchziehe. So eine Scheiße. Mal ernsthaft, erwartet ihr sowas von eurem Gameplayer? Nein, oder? Aber wenigstens wissen wir jetzt... Komm, ich möchte dir auf den Kopf ballern. Ja, er hat sich jetzt schon verändert. So, jetzt wieder Mitte und einfach schießen ganz viel. Ja, jetzt ist er woanders abgebogen. Toll. Toller Wurstdrache. Habe ich ihn getroffen im Gesicht? Jawohl. Oh, und da auch. Wenn du im Hinterkopf triffst, bringt auch was. Jawoll. Ja, das ging wenigstens jetzt mal schneller. So, jetzt nehme ich mal wieder einen anderen Finger zum Schießen. Bam, 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 bam. Nein, ihr fliegenden Frösche. Ihr kriegt mich nicht. Nein, dafür kriegt mich diese blöde Aztekenpyramide auf den Boden. Aber warum explodiert die eigentlich, wenn ich gegen die renne? Boah, die fliegen aber auch so unvorhersehbar. Das ist echt... Boah. Ah, nein, die Säulen des Todes. Ah, nein. Ah. Ist halt nicht einfach. Scheiße. Ja. Das ist Space Harrier 32X auf dem... Sega Mega Drive 2 mit 32X. Ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was Retro-Views oder sowas angeht, dann schreibt mich an, schreibt in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, ob ihr davon mehr sehen wollt und liked das Video, wenn es euch gefallen hat und so weiter. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch mit dieser wunderschönen Musik im Hintergrund einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wie spät es auch immer bei euch sein mag, stay tuned. Euer Gameblamer. Ciao.